In der Bewertung des Brexit bestehen zwischen uns als AfD und den übrigen Parteien hier im Haus ein massiver Dissens. Einig sind wir uns allerdings darin, dass der Brexit Deutschland und NRW vor massive Herausforderungen stellt. Die Briten haben sich in einem demokratischen Volksentscheid mehrheitlich und eindeutig für die Loslösung von der EU entschieden. Dies bedeutet aber keine Loslösung von Europa, auch nicht von Deutschland oder NRW. Wir sind weiterhin Handelspartner, Freunde und militärische Verbündete. Die Altparteien haben geschlossen und ablehnend mit Unverständnis auf die Entscheidung reagiert. Wir haben es gerade auch gehört, zum Beispiel Frau Dos Santos Herman hat es wohl immer noch nicht ganz verkraftet. Aber Freiheit ist eben eine britische Tradition. Sie liegt den Briten im Blut. Schon in der EU haben sie sich einen gewissen Rest an Souveränität bewahrt. Sie lehnten eine immer engere Union ab und sie waren nie Mitglied des Schengen-Raums, was ihnen die ein oder andere Unannehmlichkeit, Stichwort Flüchtlingskrise, erspart hat. Auch in die Euro-Falle sind sie übrigens nicht getappt. Es ist noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen im Detail der Austritt von Großbritannien für Großbritannien selbst, für die EU, für Deutschland und letzten Endes auch für NRW hat oder noch haben wird. Insbesondere auch, weil derzeit schon vieles durch die Corona-Krise überlagert wird. Flüge werden eingestellt, der internationale Handel wird durch Grenzschließungen und zusammenbrechende Lieferketten gehemmt. Probleme beim Schüler- und Studentenaustausch und bei Städtepartnerschaften, wie sie uns am Anfang noch beschäftigt haben, erscheinen daher derzeit eher nebensächlich. Aber man kann sich gerade in puncto Corona auch einiges bei den Freunden in Großbritannien abschauen. Während in Deutschland nach 5 Monaten Dauerlockdown nächtliche Ausgangssperren eingeführt werden sollen, sind im konservativ regierten Großbritannien die Hälfte der Erwachsenen bereits geimpft. 2 Millionen haben sogar schon eine zweite Dosis erhalten. Großbritannien nutzt schließlich den selbstproduzierten Impfstoff und hierzulande nennt man das dann bezeichnenderweise Impfnationalismus. Meine Damen und Herren, ich und ich glaube mit mir viele Deutsche würden lieber von Impfnationalisten regiert als von EU-Besoffenen, die auf Zuteilung von Brüssel warten. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie uns von den Briten lernen, lassen Sie uns Selbstbewusstsein und aufrechten Gang zurückgewinnen, auch gegenüber Brüssel. Der britische Premier Johnson verkündete, es gelte die Kunst der Behauptung gegenüber Staaten mit entgegengesetzten Werten wieder zu erlernen. Davon kann die EU und insbesondere Deutschland sich ein Scheibchen abschneiden, nicht nur im Hinblick auf China, dessen geostrategische Bedeutung und auch Bedrohung Boris Johnson richtig identifiziert hat. Ich jedenfalls bin froh, dass Großbritannien sich als größter europäischer Beitragszahler weiterhin stark in der NATO engagiert. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns die richtigen Konsequenzen aus dem Brexit ziehen. Erkennen wir an, dass die EU mit ihrem Zentralismus ursächlich für den Brexit war. Ja, die europäische Einigung war und ist ein vielversprechendes Projekt. Aber besinnen wir uns eben auf die Gründerväter de Gaulle und Adenauer, die von einem Europa der Vaterländer träumten und nicht von einem Superstaat. Der Brexit ist ein unübersehbares Symptom dafür, dass die Herrschenden in der EU sich längst von diesen Grundgedanken verabschiedet haben. Und das ist ein Warnsignal, denn auch andere Völker, vor allem in Osteuropa, werden das nicht mehr lange mitmachen. Sie haben ihre Freiheit noch nicht so lange wie wir und wissen sie vielleicht deshalb auch noch etwas besser zu schätzen, werden sie jedenfalls nicht leichtfertig abgeben, wie wir das manchmal tun. Lassen Sie uns unsere eigene Freiheit und Souveränität neu entdecken in einem Europa guter Nachbarn. Und dann klappt es auch wieder mit den Briten, mit den Polen und den Ungarn. Wir von der AfD jedenfalls werden genau für dieses Europa weiterhin kämpfen. Und weil ich jetzt, glaube ich, der Letzte bin, außer der Frau Präsidentin natürlich und falls nicht noch eine unqualifizierte Bemerkung hier von der Ministerbank kommt, wünsche ich Ihnen frohe Ostern, Gottes Segen und viel Freude mit der Familie. Vielen Dank.